Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeigen wir euch einen Glitch, mit dem ihr ein Auto aus dem Offline-Modus in den Online-Modus bringen könnt. Als erstes bringt ihr euer gewünschtes Auto an diese Location. Habt ihr das getan, ruft ihr euer Handy auf, geht auf Schnell speichern und speichert euren Speicherstand ab. Wenn es fertig gespeichert hat, drückt ihr Start, geht auf Online und öffnet eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Im Online-Modus angekommen, überprüft ihr erstmal, ob euer Spawnpunkt auf letzter Ort gestellt ist. Dann am besten werdet ihr hier, wo ich stehe, auf der anderen Straßenseite oder in der Nähe gespawnt. Öffnet dann den PlayStation Store und beim dritten Mal rauszoomen, drückt ihr die Home-Taste und meldet euch ab. Bei dieser Fehlermeldung drückt ihr X, danach sofort die Home-Taste und meldet euch schnellstmöglich wieder an. Wenn ihr dann angemeldet seid, geht zurück in GTA, bestätigt die Fehlermeldung mit X und ihr kommt in den Offline-Modus. Wenn ihr dann im Offline-Modus seid, drückt ihr Start, geht auf Spiel, Spiel laden und wählt euren eben gespeicherten Spielstand aus. Wenn ihr dann wieder hier im Auto sitzt, drückt ihr das D-Pad nach unten und wählt euren Online-Charakter aus. Bestätigt die Meldung mit X und wieder beim dritten Mal rauszoomen, meldet ihr euch ab. Geht zurück in GTA und meldet euch sofort wieder an. Wenn ihr dann im Online-Modus seid, könnt ihr auf der anderen Straßenseite schon das Auto aus dem Offline-Modus sehen. So, das war's von uns, viel Spaß damit und ciao!